Herzlich willkommen auf gültigestimme.at, meinem persönlichen Videotagebuch. Heute ist der 20. Februar 2013, richtiges Datum heute gesagt. Und mein Name ist noch immer Roland Thüringer und es gibt heute eine Weltpremiere, also für mich zumindest, ich gehe jetzt Fuß in die Hocken. Also ich gehe jetzt praktisch zu meinem Auftritt. Ich bin gestern in Gunskirchen gewesen, mit dem Zug heimgefahren untertags und nachdem ich nicht weit von mir heute in Böhmkirchen zu Gast bin, also nicht wirklich ein Heimspiel, aber doch in der Nähe, gehe ich jetzt einmal zu Fuß. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Es ist also auf der Autobahn waren es glaube ich 9 Kilometer. Nachdem ich aber nicht auf der Autobahn gehe, weiß ich es nicht. Ja, also ich bin auf jeden Fall unterwegs und ja, den Heim kommen wir zu schneiden. Ich habe die Stirnlampe mit. Schauen wir mal. Zur Not glaube ich, vielleicht findet sie wer, der mich dann heimbringt. Falls ich nicht mehr gehen kann. Also, oder nicht mehr gehen will. Schauen wir mal. Oder falls das Wetter umschlägt oder was auch immer. Ja, gestern in Gunskirchen, mit Zug sind wir angereist. Mein werter Herr Christian Clementa, mein Techniker und Tourbetreuer, mein Geschätzter. Und ich bin mit Zug gefahren. War ganz entspannt, weil nämlich war das der Spielort vom Bahnhof. Naja, also 3 Minuten zu ist, also wirklich ums Eck praktisch. Also ideale Bedingungen für mich. Für die erste Reihe gestern in Gunskirchen leider keine so idealen Bedingungen. Das war in der ersten Reihe so eine ganze Gruppen, relativ junge, sympathische Menschen gesessen, die ganz, ganz aufmerksam gelauscht haben meinem Vortrag und dann war es so gegen, schätze ich, ja, noch 10 wird es gewesen sein, also in der zweiten Halbzeit. Was gerade so richtig dann losgegangen war bei mir mit dem letzten Thema des Abends, dem Tod. Ein sehr wichtiges Thema, ja, weil das irgendwie an jeden betrifft. Und dann habe ich gemerkt, dass plötzlich so eine Unruhe in die erste Reihe kommt. Da habe ich gedacht, ui, jetzt sind sie ein bisschen unentspannt oder was auch immer. Dann haben sie ins Duscheln sogar angefangen. Da habe ich leider unterbrechen müssen und sagen, hey Freunde, was ist jetzt los? Was ist da für Unruhe plötzlich in der Reihe? Haben gesagt, sie müssen zum Zug. Sie sind aus Vöcklerbruck und müssen mit dem Zug, und der Zug geht praktisch jetzt in 10 Minuten und ja, das hat mir fast ein bisschen leid da. Da haben wir noch verabschiedet von einer, Handy geschüttelt und dann sind sie gegangen. Also falls jetzt zufällig die erste Reihe aus Gunskirchen auch dieses Tagebuch lauscht, was möglich wäre, weil sie haben mal so ausgeschaut, wie wenn es auch so richtig gültige Stimmen wären. Dann meinem lieben Gruß noch einmal und es tut mir leid, dass ihr gehen musstet. Ja. Es war gerade am Schluss, nämlich das war noch ärgerlich eigentlich. Aber wie gesagt, gibt es eh auf DVD oder vielleicht kann man es im Internet anschauen mittlerweile oder so. Was weiß ich. Und sonst alles beim Alten geht mir gut. Ich freue mich, dass ich lebe eigentlich. Und ja, weil ich das gesagt habe mit dem Gewand, ich habe das gestern gesagt, dass wir kein Gewand mehr kaufen werden jetzt dieses Jahr. Bitte, bitte mir kein Gewand schicken. Bitte nicht. Ich brauche kein Gewand. Gar nichts. Mir gar nichts schicken, bitte. Also Sachen schicken, das ist nicht notwendig. Man soll es lieber denen geben, die es wirklich brauchen. Ich brauche nichts. Ja. Gut, auch wenn es Tagebuch heißt, heißt das nicht, dass es jeden Tag einen Tagebucheintrag gibt. Und ich weiß auch nicht, ob ich heute noch die Gelegenheit habe, dass ich das, was ich jetzt gerade da rede, überhaupt heute ins Netz steht, vielleicht schon das erst morgen ins Netz, dann ist es so, dass heute der 20. Februar ist, aber morgen erst eigentlich der 21. Ja. Aber eigentlich ist ja wurscht, was für ein Datum ist. Haben Sie einen schönen Tag, einen schönen Abend. Gehabt euch wohl.